Hey Leute, hier ist David aus Australien, wie geht's euch? Lukas hat mir geschrieben. Lukas hat gehört, er möchte nach Australien, wer hätte es gedacht? Und er hat gehört, dass die Ostküste sehr, sehr stark von Touristen bevölkert wird und auch gar nicht mehr das Richtige oder vor allem deswegen gar nicht mehr so das richtige Australien ist. Und er fragt sich, ob die Westküste nicht eher der Ort sein sollte, wo er in Australien seine Zeit verbringen sollte, um eben wahrscheinlich mehr Australien zu spüren. Okay, ich selber lebe ja bekanntlicherweise, wenn ihr meine Videos und meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr es, in Brisbane und das liegt an der Ostküste. Und okay, zur Frage touristisch besucht. Sicherlich ist die Ostküste, und da rede ich jetzt wirklich von oben von Cairns bis runter nach Melbourne, stärker besucht von Touristen als an der Westküste. Das hat zum einen den Grund, dass es hier sehr, sehr viele Sachen zu sehen gibt. Viel Natur, viele Inseln, Fraser Island, Whitsunday Islands, mehr Städte, mehr historische Kultur an der Ostküste. Die Besiedlung von Australien hat hier an der Ostküste stattgefunden, nicht an der Westküste. Insofern gibt es hier schlichtweg mehr zu sehen. Klimatisch bedingt ist es hier leicht unterschiedlich zur Westküste. Westküste ist eher schon ein bisschen trockener. An der Ostküste ist mehr so subtropisches Klima. Okay. Die Australier selber machen natürlich auch vor allem Urlaub hier an der Ostküste. Insofern, wenn man jetzt von Touristen spricht, dann sind es jetzt nicht nur Touristen von Übersee, ja, von Europa, von Asien, Amerika, sondern auch inländische Touristen, die sich hier natürlich befinden. Um das Wort Tourismus mal ein bisschen in Relation zu bringen, wenn gesagt wird, dass die Ostküste sozusagen das Zentrum des Tourismus ist in Australien, dann sprechen wir jetzt nicht über Verhältnisse wie in Europa, ja, wie in Italien oder in Mallorca, wo wirklich alles komplett auf Touristen ausgelegt ist, wo die Strände vollgepackt sind mit Besuchern, mit Touristen und die wirklich Handtuch neben Handtuch am Strand liegen. Ja. Also solche Dimensionen haben wir hier nicht an der australischen Ostküste. Selbst an der Gold Coast, die wahrscheinlich, wenn nicht die meistbesuchte Region ist, verteilt sich das alles. Ja. Also ihr habt da trotzdem an der Gold Coast, wenn ihr nicht gerade am Surfers Paradise seid und einfach mal 5 Kilometer den Strand oder 3 Kilometer den Strand weiter nördlich oder südlich geht, dann habt ihr da leere Strände. Ja. Also insofern lasst euch da jetzt nicht abschrecken. Es gibt schon einige Zentren natürlich, ja. Da sind schon mehr Touristen. Aber also ihr seid ja nicht alleine. Und wenn ihr wirklich alleine sein wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich an der Westküste oder im Zentrum von Australien eher euer Glück finden. Okay, ich selber war noch nicht an der Westküste, muss man dazu sagen. Ist vielleicht auch ein nicht ganz unwesentlicher Punkt. Allerdings steht die Westküste definitiv auf meiner Liste ganz oben. Jetzt, nachdem ich Fraser Island gemacht habe, ist als nächstes die Westküste dran, das heißt Perth. Einfach mal um die Stadt zu besuchen. Aber auch, ich möchte mit dem Motorrad dort die Straßen lang fahren. Ist eben noch ein Tick einsamer und das ist so mein Ding, wenn es ums Motorradfahren geht. Da bin ich gern so der Typ, der so alleine 100, 200, 300 Kilometer Richtung Sonnenuntergang fährt und auf niemand anderen trifft. Hab keine Angst vor der Ostküste. Das ist super schön hier. Jeden, den ich kennengelernt habe und der an der Ostküste war, hat es nicht bereut. Ja. Okay, ich hoffe, Lukas, ich habe damit deine Fragen beantwortet. Sollte es noch weitere Fragen zu diesem Thema geben, dann lass es mich wissen. Ansonsten, wenn jemand anderes eine Meinung zu diesem Thema hat, würde ich mich super freuen, wenn er sie einfach teilt. Schreibt dazu einfach einen Kommentar unter diesem Video. Und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir über das Thema Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Also, bis später.